Hey, willkommen zurück im Donnerstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute was ganz Besonderes, ein neues Videoformat. Und zwar schaue ich seit kurzem die Serie Californication und der Hauptcharakter Hank Moody, vielleicht kennst du ihn, ist ein großer Frauenheld. Das heißt, er ist sehr erfolgreich mit Frauen, er ist ein attraktiver Mann für Frauen. Gerade was das schnelle Sex haben mit ihm angeht, jetzt nicht unbedingt der Beziehungsmensch, aber gerade was schnellen Sex, Anziehung angeht, ist dieser Mann ein super Vorbild. Und da habe ich mir eine kleine Szene rausgesucht, die ich jetzt hier mit dir zusammen analysieren will. Das heißt, du siehst immer eine Szene, dann sage ich was dazu oder umgekehrt und dann erkläre ich dir, was du aus der Szene lernen kannst und worauf du besonders achten sollst. Wir starten mal durch. Die erste Szene, die du sehen wirst, da siehst du, wie Hank Moody auf die Frau zugeht. Kurz zur Vorgeschichte, Hank und die beiden haben sich getroffen in diesem Reha-Zentrum für Alkoholiker, glaube ich. Und die haben sich am Morgen auf dem Ballspielplatz getroffen oder da ist irgendwas vorgefallen. Ich kenne die Szene auch nicht genau. Auf jeden Fall geht Hank jetzt zu ihr hin, um sich zu entschuldigen. Und achte mal drauf, er geht zu ihr hin und sagt Hi zu ihr. Und achte mal generell erstmal darauf, wie entspannt er ist. Wie entspannt er in der gesamten Szene ist, die ich dir zeigen werde. Also er ist immer relaxed, er ist immer entspannt, du kannst mal seine Mimik und seine Gestik beobachten, er reagiert nicht auf die Frau, er macht nicht irgendwelche himmeligen Bewegungen oder hihihi oder irgendwas, sondern er ist ruhig, gelassen und in sich, er hat eine innere Ruhe, darauf musst du mal achten, das ist ganz auffällig hier in den Szenen. Und du siehst jetzt einfach, wie er Hi zu der Frau sagt oder wie er der Frau zuwinkt und dann nimmt die Frau ihr Kopf heraus und sagt, ja, ja, und dann sagt er, er wollte nur mal Hi sagen und sie sagt, Hi. Ja, und achte mal drauf, wie sie jetzt am Anfang der Szene wirkt. Also du merkst von der Tonalität, wie sie spricht und von den Sachen, die sie sagt. Sie hat eigentlich keine Lust auf das Gespräch und sie ist auch angenervt davon, dass er jetzt hier ist. Achte mal ganz speziell darauf und du wirst sehen, wie sich das im Laufe der Szene dann entwickelt. Hey. Ja. Just saying, hey. Hey. In der nächsten Szene siehst du, wie Hank so eine kleine Sprechpause lässt und dann siehst du, da entsteht ein bisschen Stille zwischen den beiden. Und eine Sache, die ich auch immer wieder sage, es ist super wichtig, dass du generell Stille ertragen kannst im Gespräch mit einer Frau. Du siehst jetzt auch, hier im Gespräch entsteht jetzt Stille und die beiden schauen sich an und sie fragt dann und achte mal auf die Tonalität, die sie hier in diesem Moment noch an den Tag legt, fragt dann, war's das jetzt? Sind wir fertig? Also sie fragt, are we done? Und achte mal drauf, wie angenervt sie klingt, wie wenig Lust sie auf das Gespräch hat. We done? No, I wanted to apologize for being such a turd in the punch bowl this morning. Als nächstes siehst du, wie Hank sich bei ihr entschuldigt, aber ganz im Sinne eines richtigen Flirtmeisters entschuldigt er sich, hey, sorry, und macht dann aber gleichzeitig eine spielerische, flirtige Sache, indem er sagt, ich vermute, dass es meine Schuld war, aber vielleicht warst es auch du, du weißt ja, Frauen und Hormone. Also er entschuldigt sich zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite macht er gleich wieder so ein bisschen flirty, so ein bisschen necken und nimmt die ganze Sache nicht ganz so ernst. Und du siehst auch, dass sie jetzt darauf seine Entschuldigung fragt, ob das denn wirklich eine Entschuldigung sein sollte. We done? No, I wanted to apologize for being such a turd in the punch bowl this morning. At least I think it was me. I mean, it could have been you. Women's issues, hormonal fluctuations and whatnot. Was this an apology or? Okay, it was me. Als nächstes stellt er sich vor, sagt seinen Namen Hank und sie sagt ihren Namen Faith in dem Fall und er fragt sie, warum sie da ist, also warum sie in diesem Rehabilitationszentrum ist. Ich weiß nicht genau, wofür das ist, ich kenne die Stelle noch nicht, für verschiedene Suchtkrankheiten wahrscheinlich. Und dann sagt sie, hey, das ist aber ein bisschen persönlich, also du merkst an dieser Stelle, sie ist immer noch nicht sehr offen für das Gespräch und dann sagt er, na gut, kein Problem, ich mache den normalen Smalltalk und fragt dann, was sie in ihrem normalen Leben so macht. Also sie ist sehr kalt zu ihm in der ganzen Konversation, aber über die ganze Konversation merkst du, wie sich sein Gefühlszustand nicht wirklich ändert. Sie ist so abgeneigend, ich habe keinen Bock mit dir zu reden, aber er ist entspannt, er bleibt entspannt, spielt dann mit seinem Ball rum und bleibt auch von der Tonlage immer gleich. Also er lässt sich überhaupt nicht verunsichern von der Frau, die da offensichtlich eigentlich keine Lust hat, mit ihm zu reden und bleibt bei dem, was er machen will. Und das ist ja auch immer eine Sache, die ich immer wieder sage, wie wichtig es ist, dass du dein Ding machst, dass du bei deiner Sache bleibst und dich nicht von Frauen verunsichern lässt. Und wir werden später in der Szene nochmal sehr, sehr gut sehen, wie Frauen auch Männer testen und ganz toll, wie Hank in dem Fall dann darauf reagiert. Also dieses ganze Verhalten ihrerseits ist natürlich auch ein Test, der so ein bisschen rausfinden soll, hey, wie reagierst du darauf, dass ich irgendwie angepisst bin, ja?
Wie reagierst du darauf, dass ich dich so ein bisschen ignoriere und einfach schlechte Laune habe? Reagierst du mit auch schlechter Laune oder bist du verunsichert? Aber in dem Fall macht es Hank genau richtig und lässt sich halt nicht verunsichern, bleibt einfach bei seiner Ruhe und seiner Gelassenheit. Und das wirkt eben sehr anziehend auf Frauen, wenn du ruhig und gelassen bleiben kannst im Angesicht einer Herausforderung. Das kann eine Frau sein, das kann aber auch irgendeine andere Herausforderung sein. Ja, Hank. Babe. Nice to meet your face. What are you in for? Well, it's a little personal, don't you think? Okay, well, then I will back up and make with the polite conversation. What do you do in the real world? In der nächsten Szene erzählt sie ihm dann, was sie im echten Leben macht, nämlich, dass sie ein Groupie ist und Bands auf Tour ist. Und du merkst schon an ihrer, oder achte mal gleich drauf, an der Art und Weise, wie sie dabei lächelt, wie sie mit ihm redet und dass sie sich dem ganzen Gespräch mehr öffnet. Und sie öffnet sich eben dem ganzen Gespräch mehr, weil er über diese Sekunden, die davor gewesen sind, bewiesen hat, dass er ein entspannter Typ ist, dass er nicht locker lässt und dass er sich nicht von ihr verunsichern lässt. Das gibt ihr jetzt die Sicherheit, hey, das ist ein cooler Mann, dem kann ich mich mehr öffnen. Und du merkst, wie sie von der Art und Weise, wie sie spricht, auch von der, wie viele Worte benutzt sie, sich mehr öffnet und ihm an der Stelle auch was preisgibt. Und am Ende dieser Szene, dieses kleinen Ausschnitts, siehst du, wie er ihr ein Kompliment macht. Also sie sagt, ja, man nennt mich eher Muse und nicht Groupie, weil Leute haben schon Lieder über mich geschrieben. Und er sagt dann, ja, ich verstehe, warum Leute Lieder über dich geschrieben haben. Also er macht dann an der Stelle auch ein kleines Kompliment. Er arbeitet auch mit Komplimenten. Das ist auch sehr effektiv, wenn du gleichzeitig dieses Coole und Abgeklärte hast, dieses Entspannte, dann kannst du auch gerne Komplimente anwenden. Das Problem bei vielen Männern ist, dass sie eben sehr aufgeregt, sehr nett, sehr zurückhaltend sind und dann noch ganz viele Komplimente benutzen und dann fehlt einfach so ein bisschen dieses Härtere, dieses Kantige. Und das repräsentiert Hank hier sehr, sehr gut. Er ist sehr kantig, er ist sehr, ja, so raw, er ist so, man merkt, er ist ein Mann. Und in dem Moment kann er auch sowas wie ein Kompliment ohne Probleme anbringen. My relationship to the real world would be tenuous at best. I hear that. But if you must know, I traverse the globe in the company of musicians. You're a groupie. I prefer muse. Sure, who wouldn't? That's nice work if you can get it. I'll take groupie, but muse would really be more applicable since men have written songs about me. Well, I can see why. Jetzt kommt der interessanteste Teil dieser kleinen Szene. Sie sagt zu ihm, also er hat ihr ja das Kompliment gemacht und sie sagt dann, Hank, ich bin nicht an dir interessiert. Und dann sagt sie, sie ist nur an außergewöhnlichen Typen interessiert. Und sie sagt, I'm only interested in extraordinary guys. Und er sagt, okay. Also die Antwort von ihm musst du dir anschauen. Sie sagt halt, nur außergewöhnliche Typen, was jeden normalen Mann wahrscheinlich verunsichert hätte. Aber er sagt einfach nur, okay. Also es interessiert ihn einfach nicht. Es ist ihm egal, was sie da gerade sagt. Er bleibt bei seiner Ruhe, er bleibt bei seiner Gelassenheit. Und dann fragt sie ihn, Hank, bist du ein außergewöhnlicher Mann? Das ist so ein klassischer, das ist so ein Test, das ist so eine Herausforderung, das ist dieses, komm, qualifizier dich für mich. Und ein Mann, der vielleicht, was Anziehung und Flirten angeht, nicht so die Ahnung hat, würde jetzt vielleicht sagen, ja, ich bin außergewöhnlich, ich habe schon das und das gemacht und das erreicht. An dieser Stelle, wenn eine Frau dich auf diese Art und Weise herausfordert und sagt, hey, zeig mal, was du drauf hast, dann solltest du nicht anfangen anzugeben oder wirklich dich bei ihr zu qualifizieren, ja, wie bei einem Jobinterview. Wenn ich dich jetzt frage, hey, warum passt du in diese Firma, dann sagst du mir, warum du diese Firma passt und hast dich in dem Moment für mich qualifiziert. In so einem Kontext ist es ja in Ordnung, aber mit einer heißen Frau ist das was anderes. Wenn sie möchte, dass du dich qualifizierst, indem sie zum Beispiel sagt, ich stehe auf außergewöhnliche Männer, bist du ein außergewöhnlicher Mann, dann solltest du genau das machen, was Hank hier gleich in der Szene macht. Er sagt einfach, woher soll ich das, also woher zum Teufel soll ich das wissen, Mann, so. Und achte auf die Art und Weise, wie er es sagt. Also er sagt nicht, woher zum Teufel soll ich das wissen, sondern er ist so, woher zum Teufel soll ich das wissen? So im Grunde von, ist es mir doch scheißegal. So, es ist mir absolut egal. Und das merkt sie. Also sie merkt, wie wenig sie ihn beeinflussen kann. Sie merkt, wie standhaft er ist. Und dann muss sie auch gleich lächeln und grinsen. Das siehst du jetzt gleich. Hank, you're not my type. I wasn't trying to be. Right. Because I'm not the least bit fuckable. I didn't say that. They kind of frown on that sort of thing here. Not that it matters. Because I only fall for extraordinary men. Oh, okay. Would you say you're extraordinary? Fuck if I know, dude.
Jetzt siehst du noch das Ende der Szene, wo sie sagt, hey, voll cool, das war das erste ehrliche, die erste ehrliche Sache, die ich von dir gehört habe. Und du merkst, der Unterschied zu, wie offen sie jetzt an dieser Stelle ist für das ganze Gespräch und wie gut sie auch teilnimmt. Und zum Anfang, wo sie wirklich ein Wort antworten gegeben hat, so, hey, hallo, sind wir fertig? Und hier ist sie, sie lächelt, sie strahlt, sie sagt freundliche Dinge, sie benutzt mehr Wörter, also sie macht nicht nur ein Wort, um den Mann wieder loszuwerden, um den Hank loszuwerden, sondern sie bringt wirklich ganze Sätze. Und dann siehst du, die beiden verabschieden sich und Hank schmeißt ihr zum Abschied noch so den Ball einfach zu. Ja, also es ist auch wieder dieses, er macht einfach, was er will. Er nimmt den Ball, schmeißt ihn ihr zu, er macht, was er will und er fragt nicht danach. Das ist das, was in dieser ganzen Szene deutlich geworden ist. Congrats, I think that's probably the first really honest thing I've heard you say. So, anything else you'd care to discuss? No, that about covers it. Alrighty then. Alright. So, jetzt hast du die gesamte Szene gesehen. Ich habe den Rest noch nicht gesehen, aber ich weiß, die beiden schlafen danach auch miteinander. Das ist auch nicht besonders verwunderlich. Du hast gemerkt, über diese, das waren 2 Minuten ungefähr, die die Szene lang war, hat sich das entwickelt von, sie hat gar keinen Bock auf ihn, hin zu, okay, sie findet ihn interessant und eröffnet sich ihm immer mehr. Und was einfach ganz toll in dieser Szene zu sehen war, ist diese Ruhe und die Gelassenheit. Also schau es nochmal und du siehst dann, ich mache dir auch den Link zu der Originalszene mal unten in die Infobox. Da kannst du dir nochmal original angucken und einmal im kompletten durchschauen. Und du merkst einfach, wie gelassen und cool er die ganze Zeit bleibt. Er ist bei seinem Ball, er spielt rum und er macht das Ganze so nebenbei. Er ist nicht aufgeregt, er ist nicht, oh Gott, jetzt muss ich was beweisen, sondern im Grunde ist es ihm auch kackegal. Also auf irgendeine Weise ist es ihm egal, aber auf die andere Art und Weise ist er auch da und versucht es halt. Ja, aber es interessiert ihn halt nicht, wenn es nicht funktioniert und er geht nicht auf ihre Herausforderung ein, sondern er bleibt bei sich, bleibt bei seiner Stärke als Mann. Super Szene, um zu verstehen, wie Flirten und wie Anziehung funktioniert. Und du hast einfach ganz toll gesehen, wie eine Frau, die am Anfang desinteressiert war, über einen kurzen Zeitraum interessierter gemacht wurde aufgrund richtiger Verhaltensweisen. Aufgrund davon, dass er gezeigt hat, hey, ich bin ein attraktiver Mann, ich habe Ruhe, ich habe Gelassenheit, ich lasse mich nicht von dir beeinflussen. Super Szene und was zu merken. Schön, dass du hier warst. Gib mir gerne Feedback, wie dir dieses Format gefallen hat. Dann mache ich gerne in Zukunft öfter mal solche kleinen Analysen. Schreib es mir in die Kommentare. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.